like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Servus, zurück beim Frankenbettelöhr, wieder on Tour. Es geht heute wieder zu einer Burg, zur Burg Hoheneck bei Bad Windsheim. Aber erstmal muss ich mich durch den Wind hier durchkämpfen. Wir haben wieder übelsten Westwind. Hier die Windräder, die sind schon wieder kräftig am Arbeiten, aber kein Problem, wir kämpfen uns durch. Übrigens, das Video heute ist gesponsert von der Firma Dos Caballos GmbH aus Freiburg. Die stellen hochwertige Radkleidung her, so wie diese hier, die ich gerade anhab. Und zwar haben sie mir die freundlicherweise zur Verfügung gestellt, nach meinem Sturz. Da hat sich ja alles irgendwie in Wohlgefallen aufgelöst. Und ja, Dos Caballos war so freundlich, hat mir eine komplette Garnitur geschickt. Die kann ich jetzt testen und bin ich recht froh drum. Ich stelle euch mal den Shop ein bisschen vor. Ihr könnt online euch ein bisschen umgucken. Ihr könnt auch einen Rabattcode benutzen von mir. Und wie das Ganze aussieht, das zeige ich euch jetzt. So, hier sind wir auch schon im Webshop von Dos Caballos. Die Webadresse habe ich hier oben schon mal markiert. www.dos-caballos.com. Ja, wer ist Dos Caballos? Die Firma ist aus Freiburg und die Jungs und Mädels stellen hochwertige Radkleidung her, wie zum Beispiel diese Trikots. Ich hatte das schwarze hier, das Aero Race Trikot. Das fühlte sich schon mal ziemlich geil an auf der Haut, war eng anliegend und fühlte sich sofort gut an beim Tragen. Gibt es natürlich auch in anderen Farben. Wichtig für euch allerdings ist, dass ihr den Rabattcode PEDALEUR10 verwendet. Dann gibt es nochmal 10% Nachlass auf eure Bestellung und ihr habt somit nochmal ein bisschen was gespart. Wer mal eine richtig geile Hose haben will, der sollte sich die Aeroträger-Radhose bestellen. Das ist diese hier. Die hat mal ein richtig geiles Polster. Also die hatte ich ja im Video an und mein Hintern hat gejubelt. Er wollte gar nicht mehr aus der Hose raus. Er hat gesagt, nee, lasse an, lasse an. Nee, Spaß beiseite. Die war also richtig geil zum Tragen und ich hatte überhaupt keine Probleme mehr die ganze Tour über. Wer die Sachen aber mal persönlich sich anschauen möchte oder anprobieren möchte und vielleicht in Freiburg oder Umgebung wohnt, der kann in den neu eröffneten Factory Outlet Store gehen. Der ist in der Oldmannstraße 32. Schaut euch die Sachen an, überzeugt euch von der Qualität, bucht einen Termin, wie es momentan eben so üblich ist. Ist leider nicht zu vermeiden, ihr wisst Bescheid. Allerdings solltet ihr euch nicht so wie der Frankenpedaleur auf die Schnauze legen oder wie der Kollege hier, weil dann kann es schnell sein, dass die neuen Sachen kaputt sind. Ist aber auch kein Problem, Dos Caballos bietet ein Crash Replacement an. Da schickt ihr einfach eure Sachen hin, dann werden sie repariert oder ersetzt, je nachdem. Und ihr habt dann weiterhin noch viel Freude dran. Und jetzt zurück zum Video. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Das ist Metal Aurach im Aurachtal, nicht zu verwechseln mit Metal-Leute. Die Insider wissen, was gemeint ist. Nee, was ich sagen will, ist Aurachtal, wer hier mal herkommt, fahrt hier durch. Das ist echt wunderschön, verkehrsarm, vielleicht mal ein Traktor oder so. Also da ist die Welt noch in Ordnung. Übrigens fängt das Aurachtal bei Kotzenaurach an. Ihr habt richtig gehört, der wohlklingende Name Kotzenaurach. Dadurch und dann über Mettelaurach nach Losaurach.
Wie an der Nordsee heute. Ich weiß nicht, ob man es hört in der Kamera. Ich halte jetzt mal das Mikro in den Wind. So, angekommen an der Burg Hoheneck, ein paar Meter sind es noch, eben noch hier die Alpakas begrüßt, war recht neugierig der eine, ich fahre jetzt hier gar hoch, mache ein paar Aufnahmen von der Burg, zeige euch mal den Innenhof und lasse die Drohne steigen, viel Spaß. Ja, wie zu erwarten, wegen Corona ist natürlich wieder der Innenhof zu, weil da ist ganz große Ansteckungsgefahr. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ja die Drohne dabei. Mal gucken, ob man was von oben sieht. Ob ich da die Drohne steigen lassen soll, ich probiere es mal, aber das ist schon ziemlich heftig. Es ist ja bloß so ein kleines Ding. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwo in den Hof reinweht. Und das war's dann wieder mal. Aber wir schauen mal. Ich push mich jetzt mal ran. Ja, wie man unschwer erkennen kann, geht es hier langsam los mit dem Weinbau. Da unten ist Bad Windsheim und Ipsheim irgendwo. Wenn man ein paar Kilometer weiter fährt, kommt man schon nach Unterfranken, was ja bekannt ist für den Weinanbau. Aber das hier sind jetzt schon die ersten Ausläufer des Weinanbaus, aber noch in Mittelfranken. So, dann hat es ja doch noch geklappt mit der Drohnenaufnahme über der Burg. War ein bisschen tricky, ein bisschen windig, war nicht so einfach. Ich bin da irgendwo zwischen den Bäumen hoch und runter. Und ja, war ein bisschen, muss man ein bisschen manövrieren, dass man das kleine Teil nicht schrottet, weil es war doch ein bisschen unsicher in der Luft gelegen. Aber hat alles wunderbar funktioniert. Ich begebe mich jetzt wieder Richtung Heimat und zeige euch noch ein bisschen was von dieser wunderschönen fränkischen Gegend. Da drüben ist Karolsburg. Ist auch
auch eine schöne Burg, aber die schauen wir uns heute nicht an. Die schauen wir uns irgendwann mal an mit dem Vorbeifahren, weil die ist nicht weit weg von Fürth. Das war auf jeden Fall die Burg Hoheneck, nahe Unterfranken, wo die Weinberge beginnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nochmal schönen Dank an Dos Caballos für das Outfit. Trägt sich sehr angenehm, kann nur Positives drüber sagen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Gebt einen Daumen hoch und drückt die Glocke. Lasst einen Kommentar da. Teilt das Video, nutzt meine Affiliate-Links und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Oh, da war eine Fliege. Oh, was ist das für ein Wind?